Grüezi forever. Heute bin ich hier in Frauenfeld für mein Interview und ich habe hier zu Gast heute Marianne Keller. Herzlich willkommen, Marianne. Vielen Dank, Florian, für die Einladung. Und herzlichen Glückwunsch für deinen neuen Senior Level. Vielen Dank, freut mich auch sehr. Marianne, wir sind alle sehr gespannt. Wie bist du überhaupt zu Forever gekommen? Vor rund 13 Jahren habe ich das Aloe-Getränk kennengelernt. Da war ich gesundheitlich sehr angeschlagen. Sehr schnell haben ich und meine ganze Familie gemerkt, dass es uns äußerst gut tut. Das war der Einstieg in die Forever-Produkte-Palette und zugleich der Einstieg in mein Forever-Business. Denn wenn ich von was überzogen bin, dann teile ich es den anderen mit. Und das sieht man bei deinen Ergebnissen. Danke. Marianne, was schätzt du besonders bei Forever? Ich schätze besonders, dass ich als dreifaches Mami von zu Hause aus arbeiten kann. Ich arbeite von zu Hause aus mit meinem Laptop. Ich kann somit immer sehr schnell auf die Bedürfnisse von meiner Familie reagieren. Und das ist für eine Mutter von unschätzbarem Wert. Tja, das hast du auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Ja. Sagen wir, du begegnest jetzt jemanden, der noch nichts über Forever weiß, der sich aber mit Forever beschäftigen möchte. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die deiner Meinung nach er unbedingt berücksichtigen sollte, damit er einen sehr, sehr großen Erfolg mit Forever haben kann? Das sind Fleiß, Empathie, Mitgefühl und Kreativität. Fleiß, wir haben immer die Wahl, ob wir unsere Freizeit zum Beispiel eine Fernsehsendung sehen wollen oder ob wir fokussiert auf unser Forever-Business arbeiten möchten. Empathie ist für mich ganz wichtig. Ich schätze den Menschen. Mir ist der Mensch sehr wichtig. Ich berate Kunden mit Herzblut und Leidenschaft. Das spüren meine Kunden und ich werde auch sehr, sehr oft weiterempfohlen. Kreativität, wir sind selbstständige Unternehmer, wir sollten auf uns aufmerksam machen. Dazu ist Kreativität und Ideenreichtum gefragt. Marianne, ich glaube, mit diesen drei Tipps, die du jetzt gegeben hast, kann jeder sehr erfolgreich sein bei Forever. Ja, das, wenn man die befolgt, dann ist schon eine ganz gute Ebene gelegt. Vielen Dank und ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg. Danke vielmals, Florian. Das war's aus Frauenfeld. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.